Ich begrüße euch, liebe cannabinoide Gemeinde. Und hier geht es heute mit unserem neuen Sortenbericht los. Und was habe ich heute für euch hier im Programm? Black Crush. Ja, wir können bei dieser Sorte keinen genauen Breeder feststellen. Es ist jedenfalls eine Kreuzung aus dem alten und bekannten Strain Black Russian. Dieser Strain wurde mit Black Domina vereinigt und das Ergebnis kann sich schmecken lassen. Also ein eher Indica-lastiger Strain. Der Geruch kommt erst so richtig nach dem Grinden zustande. Man kann ihn als etwas saurer, aber auch erdiger beschreiben. Ja, die Sorte ist auf jeden Fall sehr gut getrimmt und sieht auch sehr kompakt und stark aus. Die Buds sind eher mittel- bis hellgrün und ich würde sie als harzig bezeichnen. Also sie sehen schon sehr trichom, also die Trichome glänzen. Ja. Die Blüten können einen THC-Gehalt von bis zu 23% aufweisen. Unsere Testblüten hier haben 22,6%. Und die Blüten lassen sich gut zerkleinern zum Konsumieren. Der Geschmack ist aber hervorragend fruchtig und es hat ein leicht pfeffriges Erlebnis. Es handelt sich natürlich wieder um unbestrahlte Blüten. Und jetzt kommen wir zum bekannten Drucktest. So, dann nehmen wir uns mal eine schöne Blüte raus. Und ich mache es wie immer hier drauf. Also ihr seht selber, es ist sehr kompakt. Und ich drücke es jetzt mal. Schatz, nimm das Mikrofon. Also der Drück- und Knacktest wurde bestanden in crunchig und zerbröselt auch nicht direkt in Staub, sondern hat eine gute Konsistenz. Um es zu grinden, mit der Hand zu grinden, wird es ein bisschen schwer, aber es sieht wirklich top aus, kann man nicht so sagen. Ja, diesmal haben wir in unserer Apotheke dafür ca. 10 Euro bezahlt. Ich finde das eigentlich ein ganz annehmbarer Preis, zumindest wenn die Qualität stimmt. Ja, Black Crush ist übrigens ein Indica-Strain. Die Sorte wirkt unter anderem analgetisch, also schmerzstillend, antimetisch, also auch um Brechreiz zu mindern, appetitanregend und auch schlaffördernd. Ja, was ist dieser Strain genau? Also eine Kreuzung der Sorten White Russian und Black Domina. Wir konnten diesmal leider nicht herausfinden, welches Seedbank für die Kreuzung verantwortlich ist. Ja, die Blüten stammen aus Kanada. Weiteres zum Produktunternehmen ist leider nicht herauszubekommen. So, jetzt zeigen wir euch nochmal die Grafik über die Aufstellung des Terpenprofils. Nochmal ein Hinweis, also der Terpengesamtgehalt und die Verteilung der Chargen können naturgemäß variieren. 21% davon sind Carophyllen, 15% Farnesen, 25% Myrcen, 16% Penene und 23% sonstige. Und hier nochmal die Zusammenfassung. Also Black Crush ist ein Indica-Strain, mit einem THC-Gehalt von bis zu 23%, einem CBD-Gehalt von bis zu 1% und einem Terpenanteil von 2%. Der Geschmack geht eher in die Richtung pfeffrig, fruchtig, holzig. Für einen Preis von rund 10 Euro, was wir wieder mal für ein echt faires Angebot halten. Ja, und jetzt kommen wir noch zum Resümee von Black Crush. Ja, es ist, finde ich, sehr meditativ oder kreativ, wie man es gerne beschreiben möchte. Es ist geschmacklich sehr erfreulich, finde ich. Also es ist fruchtig und hat auch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wie man es von Hawaii kennt. Es brennt auch gut ab und ist geschmacklich wirklich interessant. Also eine Sorte auch zum Arbeiten, finde ich, und trotzdem hilft sie aber bei Schmerzen und auch Nervenleiden. Also ist sie auch medizinisch gut einsetzbar. Also ihr Lieben, nicht schwarz sehen, lieber Black Crush rauchen. Bis dahin.